3,399. Ja, hier haben wir fast 4000 PS. Nehmen wir halt mal die. Nehmen dann ein paar Güterwagen, die mir Baumaterialien transportieren. 18 und 12. Der kostet 13. Oh, die sind aber deutlich billiger. Dann machen wir hier einen kleinen Zug draus. Ah, Autosave. Ach hey. Okay. So, Baumaterialien. Nehmen wir da mal zwei von. So, reicht es 60? Machen wir jeweils 2. So, ein Zug sollte eigentlich reichen. Dann machen wir noch eine kleine Mitfahrt. Hier mit dem Prachtstück. Oh ja, die Beschleunigung ist ziemlich gut. Oh. Gut, die fährt jetzt halt hier nur mit 80. So, jetzt kannst du gleich mal beschleunigen. Ein bisschen zumindest. Erstmal auf 100 und dann auf 120. Aber ich würde sagen, so von der Leistung her ist es vollkommen in Ordnung. Finde ich auch ein bisschen krass, dass jetzt hier das Feld nicht verschwindet. Ich weiß, früher bei Train Fever, wenn man da was gebaut hat über ein Feld, ist es einfach verschwunden. Ist ja ein bisschen blöd, aber ist ein bisschen nachvollziehbarer, wie wenn jetzt mitten durch ein Feld ein Gleis geht. Und zumal kann man dieses Feld, soweit ich mich recht erinnere, auch nicht abbauen. Wir fahren hier auf das rechte Gleis. Oh, da stehen aber schon viele Leute. Huiuiui. Da rechts im Güterbahnhof wird schon gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt gleich grün bekommt. Ob wir gleich wieder... Okay, anscheinend ja. Weil da hinten kommt ja auch schon der Personenzug. Dann muss der eben warten.
So, wir fahren wieder zurück. Ich hoffe, da liegen jetzt schon ein paar Baumaterialien bereit. Also die Kombi hier gefällt mir sehr gut, eine Dreifachtraktion von der 628. Oh, das ist die 628, ich will mir jetzt nicht blamieren. Also wenn es nicht stimmt, dann bitte korrigieren. Aber sie fährt ohne Sound, das ist ein bisschen schade. Da könnten wir noch den Vanilla-Sound mit reinpacken, das werde ich dann mal die Tage machen. Wir haben Rot. Ja, ist ja eigentlich normal. Güterzug muss warten. Oh, Entschuldigung. Boah, da ist die Stadt schon wieder ziemlich zugebaut. Der Baum hier ist auch ein bisschen im Weg, würde ich mal behaupten. Man könnte hier schon schneller wie 80 fahren. Ja gut, aber man müsste davon dann wieder abbremsen. Ob das dann so viel Zeit gewinnt, ist fraglich. So, schauen wir mal, wie viel Baumaterialien da schon stehen. Ah, zumindest schon mal ein paar. 37 ist okay. So, aber dieser Baum muss weg. Der Lokführer sieht das Signal ja gar nicht. Ja, aber das ist schön hingebaut, muss man sagen. Du hast ja immer noch keinen Weg. Oh. Stimmt. Besser gesagt, du hast wieder keinen Weg. Denn ich habe ihn dir ja abgerissen. Puh. Nee, geht nicht. Überfragt. Können wir einfach so machen? Nein. Wir könnten hier aber auch eine Brücke bauen. Eins höher, immer noch nicht. Doch, da führen wir die hier unten noch durch. Das wahrscheinlich wieder eins tiefer setzen, sehr schön. Ja gut, die bringt herzlich wenig. So, einmal hier und einmal da abkappen. Hier eine Straße raus. Wo wir dann diese Straße anbinden, dann haben wir hier
dann haben wir hier unseren Weg wieder, der aber jetzt ein bisschen arg blöd gelegt ist. Kannst du danach nicht bitte umdrehen? Halt. Regpunkt. So. Am Sportplatz. Was hab ich jetzt gemacht? Am Sportplatz und dann über diesen Wegpunkt. Sehr schön. Wäre da bloß ein LKW? Schwetzing. EN. Ah ja, da fährt nur einer. Okay, weil. Okay, verstehe. Ich verstehe. So, der fährt wieder. Wie sieht's hier aus? Oh, da hat sich was gebildet. Aber wir erreichen mit unserer Linie noch alle Industrien, hoffe ich zumindest. Jawohl. Und dann geht es da nach hinten. Wunderbar. Das heißt, wir müssten hier eigentlich ziemlich gut dabei sein. 94% ist schon mal sehr schön. Hier haben wir wieder jede Menge Leute, die warten. Oh. Oh je. Könnt ihr mir eigentlich verraten, warum ihr... Warum die auf einer Busspur fahren? Ich verstehe es nicht. Busse sollten trotzdem weiterhin ihre Linie haben. Jetzt haben wir da ein bisschen was abgerissen, ist nicht schlimm. Und hier wartet einiges. Oh, wow, wow, wow. Mein Treibstoff, Treibstoff. Da fahren auch nur kleine. Können wir da mal welche ersetzen gegen große? Nein, nicht alle, sondern vielleicht mal drei, die hier irgendwo kurz davor sind. Und du auch. Dann fahren halt drei große direkt hintereinander. Muss ich jetzt überall upgraden. Ja, stimmt, die Autos verschwinden ja nicht mehr. Oh, oh, oh. Oh je, oh je. Wieso fährt er so langsam? Also gesagt, warum fahren die hier nicht?
Könnte man nicht einfach mal eine Straße modden, wo die Autos nicht irgendwie hier einfach die Spur wechseln? Warum wechseln die da die Spur? Nur 70%. Warum? Wir erreichen doch im Grunde alles. Ja, gut. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Das heißt, wir würden uns dann in der nächsten Aufnahme mal darum kümmern, dass wir vielleicht mal in diese Richtung den Schienenverkehr bringen. Das heißt, einmal die Versorgung per Zug, die Güterversorgung per Zug, das könnten wir vielleicht noch per LKW lassen, dass wir uns hier was überlegen. Wir haben ja... Ne, habe ich noch nicht. Doch, habe ich schon. Ne, doch noch nicht. Das Autobahnkreuz gibt es ja mittlerweile auch. Das heißt, es wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das hier einzubauen. Und dass wir dann auf jeden Fall mal Sangerhausen und Großbottwa mit dem Zugverkehr anbinden. Und oh, der ICE kommt. Sehr schön. Ach Gott, der kommt in Einzelteile. Okay. Dankeschön. Die Überlegung war ja hier zwischen diesen beiden Städten den Hauptbahnhof zu setzen, aber wenn ich es mir so überlege, wir könnten auch hier zwischen Sangerhausen und Großbottwa unseren Hauptbahnhof setzen. Und wenn ich das mal so mir anschaue, wenn ich jetzt hier 400 Meter mache, mit maximaler Kurve, weil dann könnten wir uns hier so einen schönen Kurvenbahnhof hier reinsetzen, wo wir dann unsere Anbindung sozusagen nach Greting haben. Das wäre auch mal nicht schlecht. So ein richtiger Kurvenbahnhof. Sehen die Bahnsteige halt ein bisschen, naja, komisch aus, aber ich finde das mal eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Da können wir uns dann noch überlegen, wo genau wir den reinsetzen werden. Weil wir brauchen ja selbstverständlich auch eine Anbindung an Aach. Aber da würde ich mich dann das nächste Mal mit beschäftigen. Denn da wird es höchstwahrscheinlich wieder eine größere Aufnahmesession geben. Hier habe ich gerade noch was gesehen, was ich kurz umändern muss. Denn da baut mir die Stadt jedes Mal die Straße wieder um. Warum, weiß ich nicht. Und ja, dann werden wir uns in der nächsten Aufnahmesession damit befassen. Das wird bei mir dann die nächsten Tage dann so sein. Da habt ihr dann wieder ein paar Folgen ohne Abmod. Das heißt aber für mich weniger Arbeit. Ich bin die nächsten Wochen ziemlich beschäftigt, sagen wir so. Ich bin ja dann auch auf der Gamescom, das heißt, eine komplette Woche ist weg. Danach bin ich mit meiner Freundin im Urlaub, das heißt, da ist 1,5 Wochen sind dann schon weg, das heißt, so viel muss ich ja schon vorproduzieren. Und das würde dann irgendwann diese Woche erfolgen. Und da werden wir, wie gesagt, gerade das Angesprochene irgendwie behandeln. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüssi.